Wahnsinn. Das ist echt krass. Und die U-Bahn fährt los. Hätte sich deutlich angenehmer durch den dicken Hinterreifen. Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Ich befinde mich gerade in der Nähe des schönen Bremen. Und zwar bei bulletbike.de, wie ihr das wahrscheinlich schon an diesem Container und dem Schriftzug entdeckt habt. Norbert Wudig, der verrückte Kerl, der nimmt brandneue Bulletrahmen aus Kopenhagen, zerschneidet die und macht was ganz Neues draus. Und zwar die wahrscheinlich edelsten Bullets, die es gibt. Und heute wollen wir mal das Ergebnis seines Schaffens angucken. Mein Kollege Julian von den Cargo Bike Lovers war vor einigen Wochen schon mal hier und hat ein Video über Norberts Bullet gemacht, und zwar über dieses hier. Ich verlinke euch das Video am Ende meines Videos. Guckt euch das auf jeden Fall mal an und abonniert auch seinen Kanal, denn dort wird in Zukunft auch wahrscheinlich einiges kommen. Vielleicht auch das ein oder andere Video mit mir, also falls ihr das sehen wollt. Ja, Bullets kennt ihr schon. Ich habe auch schon einige Videos über Bullets gemacht, denn die Cargo Bikes aus Kopenhagen sind wirklich allgegenwärtig. Norbert verfolgt mit seinen Rädern aber ein etwas anderes Konzept, als es die anderen Cargo Bike Hersteller tun. Denn anstatt auf einen Mittelmotor setzt er auf eine Mittelschaltung, und zwar auf die Pinion. Er nimmt die Cargo Bike Rahmen vom Bullet und macht sie Pinion kompatibel. Und das hat im Alltag mehrere Vorteile, die ich euch im Verlauf des Videos anhand verschiedener Beispiele, verschiedener Räder einmal zeigen werde. Ich werde nachher noch ein Interview mit Norbert führen, das ich dann hier auf diesem Kanal ebenfalls veröffentliche. Guckt euch das auf jeden Fall auch an, abonniert den Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Zunächst wollen wir mal klären, was überhaupt eine Pinion ist. Die Pinion ist eine Tretlagerschaltung. Während wir bei konventionellen Fahrrädern die Schaltung im Hinterrad oder eine Kettenschaltung haben, sitzt sie hier in der Mitte, da wo wir bei normalen E-Bullets den Motor haben. Das hier sieht auch ein bisschen so aus wie ein Motor, ist aber keiner, sondern hier drin ist ein Getriebe, das es zwischen 6 und 18 Gängen gibt. Und in der 18-Gänge-Version hat es eine Entfaltung von 636%. Das ist viel. Über die Pinion könnte man ein eigenes Video machen, deswegen hier nur kurz. Es gibt zwei Arten der Pinion, einmal die C- und die P-Linie und dann 7 verschiedene Schaltungen, die unterschiedliche Fahrradfahrer ansprechen, unterschiedliche Einsatzzwecke und auch unterschiedliche Fahrradtypen so ein bisschen bedienen. Auf jeden Fall sind Pinions sehr, sehr edle und wartungsarme Getriebe und haben im Alltag mehrere Vorteile. Erster Vorteil: Das Gewicht des Antriebs wird nach vorne verlagert in Richtung des Tretlagers, was für eine bessere Gewichtsverteilung sorgt. Dann ist auch der Verschleiß deutlich geringer, gerade dann, wenn man die Pinion mit einem Hecknabenmotor verbindet. Dadurch, dass nicht die Kraft des Motors an ein Getriebe geht, sondern die Kraft aus dem Getriebe an einen Motor bzw. direkt ans Hinterrad. Und drittens lässt sich auch ganz easy peasy ein Riemen verwenden, so wie das bei allen 5 Fahrrädern der Fall ist, die wir hier sehen. Wo Licht ist, ist natürlich auch irgendwo so ein bisschen Schatten, so wie wir jetzt gerade Schatten haben. Bei dem Einsatz so einer Pinion kann man natürlich keinen Mittelmotor verwenden, wobei das natürlich in den Augen der Pinion-Vertreter schon irgendwie ein Vorteil ist, dass man eben keinen Mittelmotor nutzen kann. Auf der anderen Seite ist das System aber auch relativ teuer, gerade im Vergleich zu normalen Nabenschaltung oder zu Kettenschaltung. Und drittens braucht man einen speziellen Rahmen dafür. Und hier setzt Norbert mit seinen Bullets an. Hier beim Pinion Bullet werden tatsächlich fabrikneue Bulletrahmen auseinandergeschnitten. Hier mit dieser Aufnahme für Pinion-Schaltung versehen und dann wieder zusammengesetzt. Aber Norbert geht mit seinem Pinion Bullet noch einen Schritt weiter. Und zwar eliminiert er ein Problem, das Bullets schon seit sehr, sehr langer Zeit haben und das bisher auch noch von Larry vs. Harry nicht abgestellt wurde, nämlich die geringe Reifenfreiheit. Normalerweise passen in dein Bullet hinten 1,75 Zoll rein. Hier passen jetzt bis zu 2,5 Zoll breite Schlappen rein. Und das verbreitert natürlich im wahrsten Sinne des Wortes die Einsatzmöglichkeit für so ein Bullet erheblich. Das wird dadurch erzielt, dass die Kettenstreben weiter links und rechts an diesem Bracket hier vorne dran gesetzt werden. Und dadurch bekommt man die dickeren Reifen da rein. Und allein das ist schon ein Argument für so ein Pinion Bullet. Gucken wir uns jetzt dieses Bike hier genauer an, denn das ist das Bike von Norbert selber. Das hat er sich für seinen eigenen privaten Bedarf aufgebaut und ist da natürlich all in gegangen, was die Möglichkeiten angeht, wie man sich sein Bullet aufbauen kann. Beginnen wir mit dem Herzstück. Wir haben hier die Pinion.
P1.12, also die 12-fach-Schaltung. Das ist die ältere Version aus der P-Linie. Wie sich das fährt, das können wir gleich mal sehen. Geschaltet werden die meisten Pinions hier mit so einem Drehgriff. Damit kann man die 12 Gänge dann ganz einfach und schnell durchschalten. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, bei der C-Version zumindest, noch Trigger-Shifter einzubauen. Also solche, wie heißen die auf Deutsch? Das zeige ich euch aber gleich. Von der Pinion geht dann ein Riemen nach hinten zu einem Neo Drives Hinterradantrieb. Das ist ein 250 Watt Motor mit 40 Newtonmeter Drehmoment. Das klingt jetzt natürlich im Vergleich zu den Zahlen, die Mittelmotoren ansetzen, erstmal wenig. Wir wollen nachher mal sehen, wie sich das tatsächlich fährt und ob solche 40 Newtonmeter nicht auch im Alltag völlig ausreichen. Hier im Flachland muss man allerdings auch dazu sagen, also richtige Berge sind hier nicht. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem einen ganz guten Eindruck bekommen. Der Motor wird dann von einem 625 Wattstunden Akku mit Energie versorgt. Und ihr fragt euch vielleicht, nanu, wo ist denn der Akku? Das sage ich euch. Der ist hier. Die Akkus bei den Bullet Bikes können hier unter der Ladefläche eingebaut werden. Es gibt allerdings noch verschiedene andere Versionen, um den Akku zu verstauen. Hier hinten im Rahmen, Dreieck bzw. Viereck in diesem Fall, unter der Ladefläche an der Stirnseite am Steuerrohr quasi. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, woran man Spaß hat, was man am ehesten möchte. Die Version unter der Ladefläche sieht natürlich sehr schön clean aus. Allerdings muss man da auch dann hier runtergreifen, um diesen Akku zu laden. Hier gibt es so eine kleine Klappe. Die ist hier jetzt gerade geöffnet. Wenn man dann den laden möchte, dann muss man natürlich hier irgendwie rangehen. Man kann den Akku auch entnehmen, aber das ist relativ umständlich. Die Bremsen sind auch nochmal besonders. Hier kommt keine Standardware zum Einsatz, sondern Hope Tech 3 Bremsen. Das sind Vierkolbenbremsen mit 180 mm Scheiben vorne und hinten. Und ihr könnt das hier sehen, das sind richtig edle Teile. Bremssättel CNC gefräst. Das sieht richtig schick aus, auch passend zu dieser Farbgebung. Apropos Farbe, natürlich dadurch, dass die Rahmen auseinandergenommen werden, müssen die auch hinterher neu lackiert werden. Und ihr könnt hier da im Grunde jede Farbe des Regenbogens bestellen. Alles, was ihr wollt, auch jedes Dekor. Und hier ist jetzt so ein schönes Dekor. Das sind komplett reflektierende Teile. Also hier seht ihr reflektierende Sticker. Dann hier oben ebenfalls nochmal und ein schönes Branding, was Norbert sich hier ausgesucht hat. Natürlich passend zu seiner eigenen Marke. Wir haben hier ein Jones H-Bar in Titan, ein wirkliches Traumteil. Thompson Vorbau und Sattelklemme und dann auch eine Titan-Lenkstange. Das ist auch ein richtig schönes Teil, fühlt sich richtig gut an, sieht richtig gut aus und dürfte auch im Vergleich zu dem Originalteil von Bullet sehr, sehr leicht sein. Dann hier vorne ein Supernova M99 Scheinwerfer. Das ist einer der besten Scheinwerfer, die ihr kriegen könnt, mit Nah- und Fernlicht. Der zieht die Wurst richtig vom Teller, so rein lichtmäßig. Ja, dieses Bullet ist so die Kombination, die meistens von den Kunden bestellt wird, mit der Pinion P1.12 und dem Neo Drives Motor. Es gibt allerdings noch zwei weitere Optionen, was den Motor angeht, und die wollen wir uns jetzt auch mal angucken. Die erste Option ist an diesem Bike hier verbaut. Wir sehen hier auch ein Bike in Gunmetal Grey mit orangenen Akzenten. Das ist ziemlich schick und das Rad wird in die Schweiz gehen. Und deswegen konnte hier auch ein etwas anderer Motor eingebaut werden, als es im Rest der Europäischen Union irgendwie erlaubt ist. Denn hier haben wir einen 500 Watt Motor. Normalerweise sind ja nur 250 Watt für normale Pedelecs erlaubt. Hier ist jetzt ein 500 Watt Motor drin und wir werden gleich natürlich auf abgesperrter Strecke einmal sehen, inwieweit der sich von so einem 250 Watt Motor unterscheidet. Der hier hat jetzt 50 Newtonmeter Drehmoment und durch die deutlich höhere Leistung, durch die verdoppelte Leistung tatsächlich, kann man dadurch natürlich auch längere Bergetappen deutlich einfacher hochfahren, die es ja nun in der Schweiz auch ab und zu mal gibt. Und hier sehen wir dann auch noch ein weiteres Detail von den Pinion-Schaltungen, denn dieses Gehäuse hier, das lässt sich einfach in vielen verschiedenen Farben auch bestellen. Das eloxiert Pinion in vielen verschiedenen Farben und man kann damit sein Bullet oder sein Pinion-Fahrrad im Allgemeinen in allen Farben des Regenbogens irgendwie ausstatten und akzentuieren. Hier der Motor, der ist natürlich in diesem Grau etwas schmucklos, muss man ganz ehrlich sagen, aber soll ja auch nicht unbedingt schön sein, ne? Aber wir sehen hier so Kühlrippen. Kombiniert wird das Ganze dann mit einem 500 Wattstunden Akku, der wie bei den normalen Steps-Modellen, die ihr normalerweise bei Bullet bekommt, auch hier
an dem Steuerrohr, an dem hinteren Steuerrohr, muss man sagen, befestigt ist. Ein Detail, das an diesem Rad auffällt, ist die Ladefläche. Denn das haben alle Pinion Bullets gemein. Ihr könnt alles Zubehör, was ihr fürs Bullet bekommt, könnt ihr auch an einem Pinion E-Bullet auf der Ladefläche draufbauen. Und hier ist jetzt die Ladefläche noch komplett leer. Wer weiß, was der Kunde nachher noch damit vorhat. Aber es ist theoretisch alles möglich, was ihr auch auf ein normales Bullet bauen könnt. Und das ist dann natürlich für gewerbliche Kunden interessant, die ein Bullet brauchen, was komplett auf deren Bedürfnisse abgestimmt ist. Auch hier kommt wieder ein Jones H-Bar zum Einsatz, diesmal in Aluminium. Ich glaube, ich nehme nachher mal einen mit. Die dritte Motormöglichkeit ist der Heinzmann-Motor. Und das ist ein richtig dicker Brocken. Denn das Besondere daran ist, das ist zwar ein 250 Watt Motor, der bei 25 km/h abriegelt, aber der Motor hat 111 Newtonmeter maximales Drehmoment. Das ist richtig viel, das ist mehr als die meisten Mittelmotoren bei E-Bikes an Drehmoment aufbringen können. So ein Motor braucht natürlich auch sehr viel Energie und deswegen ist hier ein 1400 Wattstunden Greenpack Akku verbaut. Das ist auch richtig viel Saft, die der große Motor allerdings auch braucht. Wir werden auch mal sehen, wie dieses Fahrrad sich gleich fährt. Im Gegensatz zum dicksten Motor ist hier allerdings die dünnste Pinion montiert, und zwar die Pinion C1.6, also eine Sechsgangschaltung. Die C-Linie, die hat ein etwas nicht so schönes Finish wie die P-Linie, aber dadurch, dass der Motor natürlich so viel Arbeit übernimmt, braucht man hier auch keine 12 oder 18 Gänge und man braucht auch gar nicht so viel Leistung hier aufs Pedal bringen, damit der Motor eben ausreichend unterstützt. Das ist natürlich ein Vorteil an diesem System, wenn die Schaltung hier vorne sitzt und der Motor hier hinten, dann braucht man nicht so viel reingeben, um eine gute und kräftige Unterstützung rauszubekommen. Hier kommt dann, ähnlich wie bei dem Rad mit dem Maxon-Motor, die Magura E-Stop zum Einsatz. Das ist ebenfalls eine Vierkolbenbremse, wie auch die Hope. Die sieht sehr schick aus, vorne und hinten mit 180 mm Scheiben. Und die sollte natürlich auch dann hohe Gewichte auf diesem Rad gut bremsen können. Hier allerdings dann mal kein H-Bar. Was war da los, Norbert? Als viertes Rad in dieser illustren Runde wollte ich euch mal dieses Fahrrad hier zeigen. Denn das ist das Showbike, was 2020 aufgebaut wurde und das auch nochmal zeigt, was mit einem Bullet Bike von Bullet Bike so alles möglich ist. Es ist das sogenannte Black Dragon. Und das Besondere an diesem Rad ist nicht nur eben die Pinion und der Hecknabenmotor, sondern auch noch einige andere Details. So wurde dieser Rahmen mit unzähligen reflektierenden Aufklebern versehen. Ganz viele schwarze Aufkleber, verschiedenste Logos, verschiedenste Motive. Und wenn dieses Rad durch die Nacht fährt und von einem Auto angeleuchtet wird, dann leuchtet das in allen möglichen Motiven, mit allen möglichen coolen Sachen. Hier zum Beispiel eine Eule. Das findet meine Tochter jetzt wahrscheinlich richtig cool. Und natürlich ist daneben auch ein Fahrrad. Bei diesem Rad wurde, ähnlich wie bei Norberts eigenem Bullet, der Akku unter der Ladefläche verbaut. Ebenfalls der 625 Wattstunden Akku. Wir haben ebenfalls den Supernova M99 Scheinwerfer, eine Lightskin Sattelstütze, den Neo Drives Motor, aber keine P1.12, sondern eine C1.12 Schaltung. Und hier ist noch eine weitere Besonderheit, denn diese Pinion C1.12 wurde nicht mit einem Drehgriffschalter ausgestattet, sondern mit dem Chink Shifter. Das sind hier zwei Daumenhebel, einer auf der linken Seite und einer auf der rechten Seite, um durch die 12 Gänge zu schalten. Die Welt spaltet sich ja so in zwei Lager. Die einen finden Drehhebel total doof, die anderen finden das total toll. Ich bin eher in dem Lager, dass ich eher einen Trigger-Shifter vorziehen würde. Und hier ist es halt so eingebaut. Und diese Chink-Shifter, die sehen auch richtig gut aus. Das sind schön gefertigte Teile, die fühlen sich gut an. Ich will gleich mal sehen, wie sich das fährt, auch im Vergleich zu der Version mit dem Drehhebel. Ansonsten hier noch so kleine Details. Ein Airbag ist hier natürlich nicht verbaut, das ist ein Scherz, aber wir haben hier die Air Sound, eine Hupe, die mit Luftdruck funktioniert, aus so einer Flasche. Dann haben wir hier die Maxxis DTH Reifen, aber ohne Tanwall, sondern die in komplett schwarz. Und ja, eine Ladefläche in Holzbohlen Optik, beziehungsweise das ist schon echtes Holz. Das sieht auch, finde ich, sehr, sehr schick aus. Ja, dieses Rad werden wir auch gleich noch fahren. Hier nochmal der Kooperationspartner für dieses Fahrrad, Reflective
Berlin, schönes Teil. Jetzt gehen wir mal zu dem fünften Kandidaten ein. Und ich habe hier schon für richtiges Chaos gesorgt im Vergleich zum Anfang des Videos. Und hier haben wir jetzt mal ein unlackiertes Bullet. Ein unlackiertes Pinion Bullet, muss man ja genau sagen. Und auch hier wieder die Möglichkeit, einen Seitenständer zu verwenden, anstatt des normalen Bullet Kickstands. Normale E-Bullets gibt es ja leider nicht in der Raw-Optik, also unlackiert, sondern nur in den verschiedenen Farben, die auch zugegebenermaßen sehr hübsch sind, auch hübsche Designs. Aber einige Leute wollen halt diese unlackierte, diese rohe Optik haben. Und hier haben wir jetzt einen Aufbau mit der Pinion P1.12, um genau zu sein, und einem Neo Drives Motor, also so die Standardkonfiguration, ebenfalls mit einem 625 Wattstunden Akku unter der Ladefläche. Und ja, diese Raw Optik, dieser rohe, unlackierte Rahmen, das sieht schon ziemlich cool aus. Hier kann man natürlich auch keine schlechten Schweißnähte verstecken, aber das sieht alles sehr passend verarbeitet aus. Und auch wenn man hier unten mal guckt, also da, wo dieses Bracket eingeschweißt wurde, da kann man sehen, dass das sehr fachmännisch gemacht wurde. Das ist also kein Fusch, sondern Norbert weiß, was er tut. Er weiß, was da konstruiert wurde. Und diese Rahmen halten auch hohe Gewichte aus. Und auch dieses Bracket, das hier eingebaut wurde, das ist ebenfalls ein sehr schön verarbeitetes Teil. So ein Bullet bekommt ihr einfach nicht von der Stange. Ja, das sind die fünf Räder, die ich euch jetzt gerade mal vorgestellt habe. Wir werden uns jetzt gleich drei Räder schnappen und mal eine Runde damit drehen und dann mal sehen, wo so die Unterschiede bei den Schaltungen und auch bei den Motoren sind. Auf jeden Fall könnt ihr sehen, dass ihr euch bei Norbert euer Traumbullet zusammenstellen könnt. Kein Bullet ist wie das andere. Natürlich könnt ihr ein Rad mal kopieren, aber ihr könnt auch eure wildesten Lastenradträume hier ausleben und ein wirklich ganz spezielles, hundertprozentig individuelles Fahrrad bekommen. Und wir schnappen uns jetzt mal das erste Rad. Also zuerst unterwegs hier mit dem Bullet. Also hier schaltet man runter, hier schaltet man hoch. Das geht relativ gut los. Wir haben jetzt da ja 21 angezeigte km/h, fahren jetzt direkt in den Wind rein. Und wie das so häufig der Fall ist, ist das Rad natürlich nicht hundertprozentig für mich eingestellt. Aber das Coole bei dem Jones Bar ist, dass man hier auch noch greifen kann. Wenn man also längere Strecken fährt, dann hat man mehrere Griffpositionen. Ist aber ein sehr schön breiter Lenker. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ich nachher einen Jones Bar einfach mitnehme. Ja. Ist okay, ne? Sehr gerne. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen raus aus dem Chaos. Und was fällt zuallererst auf? Das Rad fährt sich sehr laufruhig. Und auch gerade hier bei dieser Holperstrecke fährt es sich deutlich angenehmer durch den dicken Hinterreifen als die anderen, als so ein reguläres Bullet, das über solche Strecken doch eher rüber holpert. Und hier kann man halt mit dem dickeren Reifen den Reifendruck deutlich reduzieren und es rollt deutlich angenehmer. Also das ist schon mal der erste Vorteil, der so ein Pinion Bullet bietet. Dann der Motor. Ich konnte jetzt gerade noch keinen richtigen Beschleunigungstest machen, aber man hört ihn nicht. Er ist quasi lautlos. Das ist natürlich sehr angenehm. Hier ist die Schaltzentrale. Hier kann man dann durch die verschiedenen Unterstützungsstufen durchschalten, von gar nicht bis ganz viel. Und wir bleiben mal kurz stehen. Ich muss mir noch an die Schaltung so ein bisschen gewöhnen. Hier schaltet man runter. Ja, und ich weiß jetzt auch, was du meintest mit diesen Chink-Shiftern. Also der Weg, den man zurücklegen muss, ist sehr hoch. Also es schaltet nicht so klack, 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 sondern muss relativ weit drücken, damit man runter und hoch schalten kann. Und bei 12 Gängen ist man, wenn man vorher im 12. war, relativ lange dabei, um den ersten zu schalten. Ne? Und ich beschleunige jetzt mal durch von 0 auf 25. Das ist schon, also 40 Newtonmeter. Wir haben jetzt natürlich ein nicht beladenes Lastenrad, aber das Drehmoment reicht aus, um auch relativ schnell tatsächlich auf die 25 zu kommen. Und dann schaltet er dann die Unterstützung natürlich aus. Die Steifigkeit des Rahmens ist in keiner Weise beeinträchtigt, so wie ich das jetzt gefühlt habe. Das, was so ein bisschen flexibel ist, ist tatsächlich der Reifen. Und das ist doch eine recht angenehme Erfahrung beim Bullet. Wir haben jetzt einen kurzen Eindruck von dem Neo Drives Motor bekommen. Die 40 Newtonmeter klingen aufs erste Wort wenig, aber dadurch, dass die Kraft wirklich direkt am Hinterrad anliegt, also da, wo auch die Kraft benötigt wird und nicht erst Verluste hat durch den Antrieb, durch eine Nabenschaltung oder ähnliches,
fühlen sich diese 40 Newtonmeter nach deutlich mehr an, wenn man ein Mittelmotor gewöhnt ist. Also ich kann schon verstehen, warum das Pinion Bullet mit dem NeoDrives Motor so der Bestseller ist. Der Motor ist wirklich leise, der ist ausreichend kräftig und ich denke auch mit Beladung wird da richtig schön viel Leistung anliegen bei diesem 250 Watt Motor. Er regelt schön sanft ein, er regelt schön sanft aus, also da er läuft nicht nach oder hat auch keine Verzögerung im Antrieb. Und was es hier auch auffällt, ich habe nicht weit genug runtergeschaltet, aber auch aus höheren Gängen zieht einen der Motor ganz gut weg. Und beim Beschleunigen, ja sowieso, ne? Kurvenlage ist ebenfalls gut. Ja, und dann braucht man nicht mal groß runterschalten, sondern man ist tatsächlich relativ schnell wieder auf den 25 km/h. Und jetzt mit Gegenwind hält er auch die Geschwindigkeit echt gut. So, jetzt kommt der Dicke aus dem Laden. Also das jetzt hier mit dem Heinzmann-Motor ist auch eine besondere Erfahrung. Die 110 oder 111 Newtonmeter, die legen so gut an, dass ich auch hier mit dem fünften Gang, mit einer eigentlich viel zu niedrigen Trittfrequenz, ganz einfach diese 25 km/h halten kann. Das ist wirklich cool. Wir haben jetzt hier die 6-Gang-Pinion, die C1.6. Gucken wir gleich mal, wie die sich so macht. Das Besondere an diesem Rad ist auch, dass wir hier eine Anfahrhilfe haben. Also man braucht nur ein bisschen losrollen. Und dann zieht einen der Motor auf 7 km/h hoch, also auf Fußgängergeschwindigkeit. Das ist natürlich ganz gut, wenn man irgendwie einen Anhänger hat oder schwere Beladung hat und irgendwo berghoch anfahren muss. Dann muss man nicht erst mühselig in die Pedale treten, sondern kann diese Anfahrhilfe nutzen. Die lassen wir jetzt aber mal weg, sondern sind im ersten Gang und beschleunigen mal wieder auf 25 km/h an diesem Bagger vorbei. Und der Motor genehmigt sich eine kleine Sekunde, um in Fahrt zu kommen, auch immer wenn man wieder neu antritt, dann hat er so eine kleine Gedenksekunde. Und was ebenfalls auffällt, der Motor hat ein ziemlich lautes Eigengeräusch. Der klingt so ein bisschen wie eine einfahrende U-Bahn. Hier passt die Pinion, die 6-Gang-Pinion auch hervorragend zu, denn bei so einem System, das auch gerade für den gewerblichen Einsatz sehr gut geeignet ist, möchte man sich nicht so viele Gedanken machen, in welchem Gang bin ich jetzt, muss ich jetzt hoch oder runter schalten, sondern am liebsten einfach im vierten bleiben, antreten und beschleunigen. Also hier wäre sogar die Kombination aus Single Speed und Heinzmann Motor möglich. Natürlich nur dann, wenn man im Flachen unterwegs ist. Bei stärkeren Steigungen ist auch das irgendwie keine Option. Aber erstaunlich ist halt dieser Sound des Motors und dass er etwas ruppiger, etwas weniger zivilisiert zur Sache geht als der NeoDrives Motor. Aber auch hier wiederum zwei unterschiedliche Anwendungsgebiete. Die Leistung oder das Drehmoment dieses Motors, das ist halt wirklich so der entscheidende Faktor und wofür man das dann im Endeffekt nutzen möchte, gerade wenn man mit schweren Lasten oder mit Anhängern unterwegs ist. Hier haben wir diese Anfahrhilfe, die ich eben gerade gezeigt habe, und hier dieses Display. Das gefällt mir ganz gut, sieht gut aus, hat viele verschiedene Einstellungsoptionen. Und wir waren jetzt auch nur in der kleinsten Unterstützung. Ja, ja. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Dann müssen wir jetzt nämlich nochmal in die größte Unterstützung schalten und dann mal sehen, wie er dann zur Sache geht. Okay, schauen wir mal. Das machen wir nochmal. Aber auch hier wieder etwas unkultiviert. Also wenn man noch etwas nachtritt, das muss man beim Heckennabenmotor vielleicht so ein bisschen beachten. Wenn man noch ein bisschen nachtritt, wenn man langsamer wird, dann unterstützt der Motor auch, weil er dann registriert, okay, der Fahrer ruft Leistung ab. Da muss man ein bisschen drauf achten. Wir sind jetzt im vierten Gang, höchste Unterstützung, und versuchen das Ganze nochmal. Wahnsinn! Also es ist am Anfang hier im vierten Gang etwas schwierig, überhaupt erstmal in Tritt zu kommen, weil der Motor sich, wie gesagt, eine Sekunde Zeit lässt, um zu reagieren. Aber dann, wenn er anfängt, dann legt er richtig los. So, nichts und jetzt kommt er. Und 25. In der Brachialität habe ich das bei noch keinem E-Bike bemerkt oder erfahren. Das ist echt krass. Vor allem könnte man, das ist ja häufig so, gerade bei Rädern, die im gewerblichen Bereich verwendet werden, dass sie einfach schlecht behandelt werden. Da wird nicht groß geschaltet, die werden immer in einem Gang gefahren. Und der Motor, der kann das. Der kann das, ne? Der kann im sechsten Gang auch losfahren. Ja.
Ja, wobei da halt wirklich so die Problematik ist, überhaupt erst loszukommen. Ja. Also diese, gut, da kannst du die Anfahrhilfe. Da kann man die Anfahrhilfe nehmen. Also die ersten 2 Meter oder den ersten Meter irgendwie, den muss man irgendwie selber machen. Anfahrhilfe. Und dann legt er los. Ganz einfach. Und auch bei 25 km/h ist der nicht so sanft, dass er dann ganz sanft raus und rein regelt, sondern dann sagt er, okay, 25, stopp, jetzt mache ich nichts mehr. Aber also ich glaube, für den Einsatzzweck ist das ein sehr, sehr guter Motor. Und der dritte im Bunde, das Pinion E-Bullet mit dem Maxon-Motor. So, hier haben wir nochmal eine ganz andere Kontrolleinheit, sehr minimalistisch. Ja, man merkt, dass dieses Rad für die Schweiz gebaut wurde, weil der erste Gang ist sehr, sehr niedrig übersetzt. So soll das sein. Wenn man tatsächlich Berge hochfahren möchte, dann muss man natürlich eine geringe Übersetzung haben. Wir starten jetzt mal gleich in den 6. Und das dann für das norddeutsche Flachland schon deutlich angenehmer. Was hier so ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Schaltungen mit Drehgriff, ist, dass man nach vorne drehen muss, um die Gänge höher zu schalten. Also normalerweise hat man das wie bei einem Gasgriff, dass man dann so nach hinten schaltet und dann schaltet man die Gänge hoch. Hier muss man jetzt nach vorne ziehen, das ist etwas weniger intuitiv. Auf der linken Seite kann man dann mit einem Drehschalter dann durch die Unterstützungsstufen schalten. Der Maxon-Motor hat auch ein relativ lautes Geräusch. Nicht ganz so wie der Heinzmann, aber man hört schon, dass er da ist und das Geräusch klingt auch so ein bisschen ungesund. Hier sieht es jetzt natürlich merkwürdig aus, dass auf der Ladefläche nichts los ist, aber so sieht halt ein nacktes Bullet aus. Jetzt wisst ihr Bescheid, Kinder. So, genau. Volle Unterstützung, 4. Gang, Beschleunigung. Ich kann jetzt nicht sehen, wie schnell ich bin, aber ich denke, das sind jetzt 25 km/h. Der Motor schaltet immer wieder an und aus. Das heißt, er wird sich an der Schwelle befinden des Erlaubten. Und auch wenn das ein 500 Watt Motor ist, unterstützt er lediglich bis 25 km/h. Aber das reicht ja auch in den meisten Fällen. Also der Motor fühlt sich kräftig an. Es ist jetzt kein großer Unterschied zu dem Neo Drives. Ich würde sagen, dass man den Unterschied besonders dann merkt, wenn man wirklich wiederum mit Last oder auf stärkeren Steigungen unterwegs ist und der Motor halt auf Dauer eine höhere Leistung abrufen muss und es nicht so sehr aufs Drehmoment ankommt. Also ich denke mal, wie gesagt, die 500 Watt, die höhere Leistung, die macht sich in der Schweiz durchaus bezahlt. Hier in der norddeutschen Tiefebene braucht man das definitiv nicht. Da reicht der Neo Drives Motor vollkommen aus. Für die meisten Anwendungsfälle ist man damit sehr gut bedient. Was bei der Pinion P112 sehr angenehm ist, dass man eben gerade auf längeren Strecken immer seine perfekte Trittfrequenz findet. Also die ist relativ fein abgestimmt. Es gibt ja dann noch die 18-Gang-Schaltung. Da sind die Gangsprünge natürlich noch mal etwas kleiner. Aber gerade so bei flacheren Strecken oder wenn man längere Steigungen hat, dann kann man immer die perfekte Trittfrequenz finden, weil der Motor ja auch nicht bis ins Unendliche unterstützt. Auch jetzt hier ist es nicht so, dass man ein bisschen reinpaddelt und er dann einen auf 25 km/h drückt. Der Motor fängt aber sofort bei dem ersten Pedaldruck an zu unterstützen und hört auch bei 25 km/h dann relativ schnell auf. Der Motor klingt ja schon ungesund, ne? Wie ein Turbo, ne? So ein bisschen, ja, stimmt, Turbo, ja. Jo. Wollen wir Essen holen? Unbedingt, gerne. Und die U-Bahn fährt los. Ja, das ist sie, die Welt des Bullet Bikes. Norbert hat mit seiner Pinion-Version des Bullets etwas wirklich Einzigartiges geschaffen. Der Spaß ist allerdings nicht ganz billig. Es geht los bei 3.890 € für ein Pinion Bullet mit der C1.6 und ohne Motor. Wenn man will, kann man auch aber einen deutlich fünfstelligen Betrag für sein Pinion Bullet ausgeben. Die Pinion Bullets sind wirklich einzigartig. Ich habe noch kein Fahrrad gesehen, das mit einer solchen Liebe zum Detail auf solch eine Schaltung umgebaut wurde. Es ist mittlerweile komplett ausgereift und auch die Fahrerfahrung, die ist genial. Also gerade auch mit dem Neo Drives Motor, der für
die deutschen Verhältnisse wahrscheinlich so der praktischste Motor ist, weil er leise ist, er ist kräftig genug. Das fährt sich schon sehr, sehr angenehm und steht auch dem Bullet mit dem Mittelmotor meiner Meinung nach in nichts nach. Ja, Norbert, vielen Dank, dass ich mal diese Räder Probe fahren konnte. Vielen Dank, dass ich mal schauen konnte, was so die Welt des Bullets so zu bieten hat, mal abgesehen von dem, was da direkt aus Kopenhagen kommt. So, wir werden jetzt gleich mal reingehen und uns über die Entstehungsgeschichte des Pinion Bullet unterhalten, wie man überhaupt auf die Idee kommt, ein solches Fahrrad aufzuschneiden und mit einer ganz anderen Schaltung zu versehen. Abonniert am besten den Kanal, um das nicht zu verpassen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Schreibt eure Meinung zu diesen Fahrrädern unten in die Kommentare. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist, abonniert den Kanal, Radlbande. Ganz genau. Und folgt auch Norbert bei Instagram, wenn ihr das nicht schon tut, weil er teilt regelmäßig die Fahrräder, die Kundenaufbauten, die er so in die ganze Welt verkauft. Das ist wirklich spannend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.